بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أكرم الأكرمين. أما بعد، في زمتم بوخ العربية بين يديك ومتم درس السادس عشر متم متازشت سنتن لكتيون الأسرة الواحدة الثانية الكلام das sprechen. التدريب الأول، تبادل السؤال والجواب مع زميلك كما في المثال. Also tausche die Fragen und die Antworten aus mit deinem Kameraden, genauso wie im Beispiel. Wir haben das Beispiel, المثال, das rechte, was orange ist. Ta. 1. أين أحمد؟ Wo ist Ahmed? Ahmed fil Masjidi yusalli. Ahmed ist in der Moschee und betet. Und die Wörter haben wir eben von links, wo wir Ahmed haben, el Masjid und yusalli. Jetzt haben wir darunter, ich benutze mal den Spotlight, hier, Fatima el Musalla tusalli. Sheikh Yusuf, könntest du bitte die Frage und den Satz machen? Bismillah. Aina Fatima. Fatima, Fatima, Fatima fil Musanni, wal Musanna tusanni. Mumtaz. At-tadrib al-thani. Badr al-bayt yatawadda. Aina Badr? بدر بدر سبحان الله بدر في ال في ال في البيت يتوضا. ممتاز. زينب الغرفة تقرأ القرآن. أين زينب؟ زينب في الغرفة تقرأ القرآن. ممتاز. عادل المسجد يقرأ القرآن. أين عادل؟ عادل في المسجد يقرأ القرآن. ممتاز. نذهب إلى التدريب الثاني. نذهب heißt wir gehen. تبادل الحوار مع زميلك كما في المثال. المثال: السلام عليكم. وعليكم السلام. ما هذه؟ Was ist das? هذه صورة أخي. Das ist das Bild meines Bruders. هو مهندس. ist Ingenieur. ما شاء الله. الآن لدينا في الأسفل unten أسفل أخت طبيبة. Ich bin der أسفل. أسفل unten. Okay. أسفل. Man schreibt das mit Hemse, also Elif mit dem Hemse drauf. Sin, Fa, Lam, Esfel. Okay, ich bin der Erste und du bist dann der Zweite. Assalamu alaikum. Alaikum assalam. Man hadhihi? Hadhihi suratul... أخي ما يصير ما يصير تصور ما يصير أوكي تود البلد تصور إيش مثلا sagen ما هذه أوكي هذه أختي ولا صورة أختي ما يصير تصور كنوا هذه صورة أختي أوكي هذه صورة أختي هي طبيبة هي طبيبة ما شاء الله أوكي فشيء Jetzt nochmal. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Ma hadhihi? Ma hadhihi? Hast du gesagt? Okay. Hadhihi ukhti? Hadhihi suratu ukhti? Hiya tabiba? Also, wir machen das gleiche mit dem zweiten jetzt. Da, wo mein Spotlight gerade da ist. Okay, hadha walid. Hadha suratu walid. هذه
سورة والدي. هذه سورة تو والدي، والدي من فاتا. هو معلم. Genau. Ich erkläre es nochmal. Ich sage mahadihi. Was ist das? Das bezieht sich auf Sura, Bild. Und deswegen bleibt es weiblich. Okay, ich war ein Und bisschen dann, verwirrt. Ich bin nicht schon weiblich, subhanallah. genau. Und dann kommt hadihi, weil Sura ja weiblich ist. Sagen wir hadihi, Suratu. Und dann benutzen wir das Wort, was unten ist. Und fügen dem Ja hinzu, damit es mein Sohn so wird. Okay, verstehe. Ich hab's auch schon Okay. mal. الآن مع ثلاثة، jetzt mit drei. السلام عليكم. وعليكم السلام. ما هذه؟ هذه سورة عمي. هو طبيب. ممتاز، ما شاء الله. أوكي. السلام عليكم. وعليكم السلام. ما هذه؟ هذه سورة ابني. هو طالب. ممتاز. So, wir gehen dann zur nächsten Aufgabe. Okay. التدريب الثالث. هات جملا كما في المثال. Gib Sätze wie im Beispiel. المثال: هذا والدي علي هو مهندس. Wir haben links في اليسار die Wörter والد علي مهندس. Daraus haben wir einen Satz gemacht. هذا والدي علي هو مهندس. Das ist mein Vater علي. Er ist Ingenieur. Sheikh Yusuf. والدة خديجة طبيبة. Okay. هذه والدتي خديجة، هي طبيبة. ممتاز. أخ سعيد ومعلم. هذا أخي سعيد، هو معلم. ممتاز. أخت سعيدة معلمة. هذه أختي سعيدة، هي معلمة. رائع. ابن بدر طالب. هو ابني بدر، هو طالب. هذا ابني بدر. هذا ابني بدر، هو طالب. ممتاز. ابن ندى طالبة. هذه ابنتي ندى، ندى هي طالبة. ممتاز. عم حمزة طبيب. هذا عمي حمزة، هو طبيب. ممتاز. نذهب إلى الأسفل. بيجينا هونتن. التدريب الرابع. تبادل الأسئلة والجواب مع زميلك كما في الأمثلة. المثال الأول: من هذا؟ هذا أحمد. المثال الثاني: من هذه؟ هذه زينب. المثال الثالث: ما هذا؟ هذا مسجد. المثال الرابع: ما هذه؟ هذه سورة. Hast du den Unterschied verstanden, was alle vier sagen möchten? Ich habe es verstanden, inshallah. Bei den Namen machst du nur ein Dhamma, und bei den Bildern beispielsweise machst du ein Tanwin. So. Das ist ein Merkmal, das du gut geachtet hast, aber eigentlich möchte die Aufgabe was anderes sagen. Und Ach zwar, so, dann erklär es mir bitte. Okay. Hier als Aber meinst du als Mä und Men? Genau, das ist eigentlich der Hauptgrund, was das ist. Men hada. Men ist für wer, also man fragt ja im Deutschen, wer oder was. Im Deutschen, also ist men, wer. Ma ist was. Men hada, wer ist das? Ma hada, was ist das? Und der hat es dann in vier getan. Warum? Weil es weiblich gibt und männlich gibt.
Weil die Antwort dann hase sein wird. Und beim Weiblichen dann hasihi. Und beim Gegenstand oder bei einer Sache genauso. Hase und hasihi. Auf das hat er sich, also hat er es geteilt. Jetzt hast du was Schönes gemerkt, und zwar Ahmadu und Zainabu. Warum sagt man Ahmadu und Zainabu? Erstens, in dem anderen Unterrichten, das habe ich erklärt, gibt es etwas, das heißt Mamnu'a min as-Sarf. Also Sarf, wir haben ja gesagt, das bezieht sich auf das Wort selbst. Und wenn man sagt Mamnu'a min as-Sarf, es ist verboten von einer Veränderung. Also, dass wir einem Tenuin geben zum Beispiel. Und das hat öfters Gründe. Diese Gründe habe ich dort erzählt. Und hier ist zum Beispiel F'al, also dass es auf der Waage ist von F'al, Ahmed. Und deswegen sagen wir Ahmedu und nicht Ahmedun. Aber wäre es ein anderer Name wie Muhammad zum Beispiel, dann wäre es Hatha Muhammadun. So, warum sagen wir jetzt hier Zainabu und nicht Zainabun? Alle weiblichen Namen bekommen keinen Tanwin. Sei es Zainab oder Aisha, Adihi Aishatu. Man sagt nicht Aishatun. Das ist eben der Grund. Es muss nicht Name sein, es kann auch Eigenschaft sein. Okay? Okay, verstanden. So, Ladayna al-An, wir haben jetzt Layla. Wie wäre dann die Frage und die Antwort? Man hadihi? هذه ليلى. ممتاز. شجرة. سبحان الله. من هذه؟ هذه شجرة. شجرة. مرة أخرى. نقمل. من هذه؟ هذه شجرة. ما هذه؟ ما هذه؟ ما هذه؟ هذه شجرة. عمر من هذا؟ هذا عمر. ممتاز. Weißt du den Unterschied oder wie man schreibt, wie man Amr schreibt? Amr? Ja. Nein. Okay. Amr schreibt, man fügt zu Omar noch ein Wow und ein Elif hinzu, damit man unterscheiden kann zwischen Omar und Amr. Okay. So Nebeninformation. Okay. Usra. Usra, genau. Ma hadhi? Hadhi Usra. ممتاز. Okay. Ja. Hammam. Kannst du bitte ein bisschen runtergehen? Ich sehe es nicht richtig. Okay. Oh, perfekt. ما هذا؟ هذا حمام. ممتاز. ما نقطة ليش؟ أوكي. علي. علي. من هذا؟ هذا علي. ممتاز. قرآن. ما هذا؟ هذا قرآن. ممتاز. فاطمة. من هذه؟ هذه فاطمة. رائع. نذهب إلى الصفحة التالية. Wir gehen zur nächsten Seite. Ich hoffe, das ist deutlich. Okay. تبادل الحوار مع زميلك كما في المثال. المثال: هذا جدي عمار وهذه جدتي آمنة. أهلا وسهلا. هذا جدي عمار. Das ist mein Opa Ammar. وهذه جدتي آمنة. Und das ist meine Oma آمنة. أهلا وسهلا heißt herzlich willkommen. Okay. Wir gehen jetzt zu Walidi Ahmed und Walidati Zainab. Okay. Okay.
هذا والدي أحمد وهذه والدتي زينب. ممتاز. ابني علي، ابنتي عبلة. عبلة. أوكي. هذا ابني علي وهذه ابنتي عبلة. ممتاز. أخي عمر وأختي هدى. هذا أخي عمر وهذه أختي هدى. رائع. عمي معاذ. هل عندك فراغ؟ أنا أسكت. عمي معاذ وعمتي عزيزة. هذا عمي معاذ وهذه عمتي عزيزة. ممتاز. نذهب إلى الأسفل. التدريب السادس. أجب عن الأسئلة التالية. Beantworte die folgenden Fragen. Okay. Nummer 1. من والد الرسول صلى الله عليه وسلم؟ Kannst du die Frage erstmal übersetzen? Wer ist der Vater vom gesamten Allah, sagen wir es? Genau. Gesamten. Wie Oder ist die Antwort? Prophet oder Gesamten? Beides, ne? Ehrlich gesagt, wenn man genau reden möchte, Rasul ist Gesandter und Gesamten. Nabi Prophet. Okay, ich habe mal irgendwo gelesen, dass auch Rasul irgendwie Gesandter ist. Da gibt es große, also nicht Meinungsunterschiede, aber ich meine, da gibt es Unterschiede, weil jeder Rasul ist Nabi, aber nicht jeder Nabi ist Rasul. Der Rasul, seine Eigenschaft ist, dass er die Dauer verkünden muss, also er muss zu den Menschen rufen. Also er hat diesen Befehl bekommen, dass er rufen soll. Ein Nabi, ein Prophet, hat diesen Befehl nicht bekommen, aber er hat trotzdem die Dauer gemacht. Das ist ein Unterschied. Hier gibt es auch Meinungsunterschied, wann ist man ein Gesandter und wann ist man ein Prophet. Also das ist eigentlich, dieser Grund ist eigentlich der Hauptgrund. Aber es gibt noch andere Meinungen, wie zum Beispiel, dass sie ein Buch bekommen haben oder bestimmte Seiten bekommen haben. Und erst dann wurden die dann eben Rasul. Wir sehen ja zum Beispiel, dass Isa alaihi salam ein Rasul ist, weil er den Injil bekommen hat. Den Propheten sallallahu alaihi wasallam, weil er Koran bekommen hat. Musa alaihi salam, weil er die Tora bekommen hat. Und Dawud alaihi salam, weil er die Psalmen bekommen hat. Aber auch andere wurden im Koran als Rasul genannt. Ich glaube, wie Ibrahim a.s., glaube ich. Also es gibt da, glaube ich, 10 Rasul, glaube ich. 10. Nein. Lassen wir das kurz beiseite. Durcheinander gekommen mit den Ulil Azmi min Rasul, weil es gibt auch noch die entschlossenen Gesandten. Die entschlossenen Gesandten. Das sind eben die Höchsten. Es gibt Nabi, das sind alle. Und daher kommen dann die Besten, die dann Rasul sind. Und von den Rasul gibt es noch Beste, die sind die Entschlossenen. Und von diesen Entschlossenen ist der Beste der Prophet sallallahu alaihi wasallam. Okay. Ajib an al-Su'al. Man walidu al-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Weißt du die Antwort? Ich würde jetzt antworten, waliduhu Abdullah. Das ist die Kurzfassung, genau. Wie soll ich dann normalerweise antworten? Jetzt. Besten Fall. Ja, du hast ja Waliduhu gesagt. Du hast ein Pronomen benutzt. Deswegen, du könntest dann sagen, Walidu Rasuli, sallallahu alaihi wasallam, huwa Abdullah. Also der Vater, okay, des sallallahu alaihi wasallam, oder vom Gesandten, sallallahu alaihi wasallam, er ist Abdullah. Okay. Das wäre jetzt die optimale Antwort, ja? Beides geht. Beides geht, okay. Perfekt. Könntest du mal die Antwort noch wiederholen, die du gemacht hast? Ich versuche das in Franco, man nennt das Franco, zu schreiben. Ich sagte Walidu, Walidur
والد الرسول صلى الله عليه وسلم هو عبد الله. So. Könntest du das dann auf Arabisch schreiben oder gibt es da Schwierigkeiten? Eine gute Musikkarte. Okay, perfekt. Okay. So. Man walidatu al-Rasuli sallallahu alayhi wa sallam? Willst du pissen? Nochmal, kannst du nochmal sagen? Verzeih mir. Okay. من والدة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أبا مسلم يعرفه سبحان الله. أوكي آمنة. آمنة. طيب. والد رسول صلى الله عليه وسلم هي آمنة. أوكي والدة الرسول صلى الله والد. عليه وسلم هي آمنة. والد رسول والد سبحان الله. Zungenbrecher am Anfang, aber danach gewinnt man sich. Das ist nicht ganz Zungenbrecher, subhanallah. Okay. Inshallah. Dann zu drei. Man jaddu al-Rasuli sallallahu alayhi wa sallam. Ich bin nicht so bewandert in seiner Familie, leider, subhanallah. Ich kenne ihn so. Okay. Abdul Muttalib. Abdul Muttalib. طيب, ich mache einfach die Kurzfassung, inshallah, wenn es okay ist. Kein Problem. جده جده عبد المطلب. Genau. Die lang, der lange Satz wäre dann جدو الرسول صلى الله عليه وسلم هو عبد المطلب. Okay. Jetzt Nummer 4. من عم الرسول صلى الله عليه وسلم ابن أبي طالب، أزو أبو طالب. أبو طالب، أوكي. ذاك بدل عم رسولي ولا في ذاك ما عمة رسولي؟ عم الرسول صلى الله عليه وسلم. عم رسولي صلى الله عليه وسلم هو عبد المطلب. أبو طالب، أبو طالب. أبو طالب صح، سبحان الله. أوكي. Jetzt Nummer 5. Man ibn Rasuli, sallallahu alaihi wasallam. Er hatte einige Kinder, wie zum Beispiel Ibrahim und Al-Qasim. Und es gibt noch eine Riwaya, die, glaube ich, sagt, er hatte noch einen anderen, Al-Tahir, glaube ich. Okay, wir können, wir nehmen zum Beispiel. Ich würde sagen, machst du einen schnellen Durchlauf und ich gucke mir das später nochmal an. In Ruhe. Also, okay, soll ich das? Also soll ich alles beantworten? Ja, in schnellem Durchlauf. Dann gucke ich vielleicht später in Ruhe. Okay, inshallah. Jetzt Ibn Rasuli, sallallahu alaihi wasallam, huwa al-Qasim. Sitta. Man ibnatul Rasuli, sallallahu alaihi wasallam, ibnatul Rasuli, sallallahu alaihi wasallam, hiya Zainab. Oder Fatima oder Ruqayya au Ummi Kalthum. Eigentlich anstatt au könnte ich wohl sagen. Okay. Saba. Man waliduka. Wer ist dein Vater? Ich wollte auch noch was sagen zu sechs. Und zu, also zu den allen, alle, die vor sechs waren auch noch. Man kann auch sagen, hier, also die Kurzfassung, man könnte eine andere Kurzfassung benutzen und sagen, sie ist so und so. Oder sie heißt so unser. Hier Ruqayya. Hier Zainab. Au ismuha Zainab. So. Radiallahu anhu. Sab'a. Man waliduka walidi Hussein. Zum Beispiel. Thamania. Man jadduka jaddi Hassan. Zum Beispiel. 9. من عمك عمي مصطفى 10. من صديقك
صديقي إبراهيم. Zum Beispiel. Bis hier irgendwelche Fragen? هل لديك سؤال؟ Alles verständlich. ممتاز. وفيكم. Weißt du, was der Unterschied zwischen Fike und Fikum ist? Ich glaube, Fike ist so für dich und Fikum für die mehr als drei Leute. So. Genau, für euch sozusagen. Für euch. Das benutzt man sowas wie heißt das, Höflichkeitsform. Dies Sie im Deutschen. Wir sagen dann Fikum, also wir geben dann die Mehrzahl. Im Deutschen ist das eigentlich auch vorhanden, aber nur für Generäle. Also das ist die höchste Hochform, Höflichkeitsform. Okay, verstehe. So, التدريب الأول. Nee. Wo bin ich jetzt gelandet? Achso, dann sind wir heute fertig. Also wir sind damit fertig. الحمد لله رب العالمين ربنا عافنا واعف عنا واحفظنا بأسرار الفاتحة.